Akku wollten wir noch mal zeigen. Da haben wir noch einmal ein paar Punkte, die wir Ihnen gern noch näher bringen wollten. Zum einen, wir haben jetzt hier einen Akku, das ist ein Intube-Akku, der ist letztendlich im Unterrohr ist der verbaut. Ich würde den auch mal rausnehmen, würde das mal zeigen und dann auch mal im Vergleich 500 Watt pro Stunde und 625 Watt pro Stunde. Wir haben jetzt hier einen 625 Watt pro Stunden Akku drin enthalten. Wo liegt der Leistungsunterschied? Ganz klar, ich habe das jetzt, wir haben es ja auch mal heute besprochen. Meine Beobachtung ist, dass mit einem 500 Watt Akku kommt man so circa 70, 75 Kilometer weit im Eco-Bereich, also im Eco-Modus. Und wenn ich jetzt den 625 drin habe, dann komme ich roundabout 90 Kilometer weit. Das kommt immer auf die Fahrweise an, auf das Gewicht, auf das Gepäck etc. pp. Aber das ist mal so eine grobe Angabe, auf die man sich auch verlassen kann. Ganz kurz noch mal, bevor man loslegt. Ja. Wir haben ja bei unseren Tauberrädern den riesen Vorteil, dass man bei der Bestellung das Ladegerät wählen kann. Und zwar zwischen einem 2, 4 und 6 Ampere Ladegerät. Richtig, genau. Also das heißt, wenn Sie mit einkalkulieren, dass Sie eine Mittagspause machen, nehmen Sie ein 6 Ampere Ladegerät. Dann pumpen Sie da, wenn der Akku halber leer wäre oder halber voll. Pumpe sie in eineinhalb Stunde oder in einer Stunde, pumpe sie den wieder ziemlich voll und dann kommen sie auf alle Fälle nach Hause. So. Da kannst du weit über 100 Kilometer fahren. Ist wirklich so. Ich bin ja mit dem Wolfgang gefahren, waren wir auf einer Tour. Ich habe wirklich in anderthalb Stunden fast 60% aufgeladen. Haha. Fast 60. Es waren 56. Also. Und das können Sie ganz, ganz selten nur. Also wenn Sie irgendwo ein E-Bike kaufen, haben Sie meistens keine Optionen, ein stärkeres Ladegerät zu wählen. Ja. So, ganz kurz noch einmal zu dem Deckel. An dem Deckel, da haben wir jetzt lang rumgebaut, ne, jahrelang. Mhm. Und das ist jetzt richtig aus einem sehr guten, robusten Kunststoff. Der ist jetzt richtig stabil, ja. Gummis abgedeckt. Hier so Knöpfle und dann hat man hier so eine Lasche. Das ist richtig dicht. Ja. Vor allen Dingen, beim Transport ist ja das auch schon klar, oder? Wenn du das auf einen Heckträger duscht, das Rad, und transportierst, das sollte man den Akku rausnehmen aus Gewichtsgründen. Dann machst du das Ding wieder drauf und dann ist es dicht. Bei anderen braucht man dann immer noch eine spezielle Abdeckung. Hier wäre die Abdeckung schon mit dabei. So, wie entnehme ich den? Ich nehme meinen Schlüssel, drehe den rum. Jetzt kommt er mir schon so ein bisschen entgegen. Ich habe noch einen kleinen Riegel, den ich mit dem Daumen runterdrücke und jetzt kann ich den hier ganz bequem und vorsichtig rausnehmen. Das ist so eine lange Röhre, der ist auch relativ schwer, der liegt so circa 2-2,5 Kilo. Und nee, der geht auf die 3 zu. Ist es auch 3, ja. Na, ja. Gut, also nur mal zum Vergleich, das ist der 625 Watt Akku, das ist der 500er. Wenn man das mal so vergleicht, dann, ich sage mal, er ist schon ein bisschen länger und dadurch kommt natürlich auch mehr Kapazität zustande. Und wer sich beim Kauf, ich sage mal, wo es nicht ums Preisliche jetzt geht, der preisliche Aspekt, würde ich immer den 625er gleich reinmachen. Ich auch. Mhm. Ich auch. Und zwar, es sind 200 Euro Unterschied, ne? 100, genau, 199, genau. Es ist so, damit Sie das auch wissen, die Akku selber verändern sich nicht. Also das heißt, es gibt ja unterschiedliche Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Kapazitäten. Und man hat sich bei Bosch, hat man sich jetzt an ein Optimum rangearbeitet, bei der die leichteste Zelle mit der meisten Kapazität, die am langlebigsten ist, die hat man gefunden. So. Und jetzt gehen manche Hersteller her und verwenden dann Zellen, die dann noch leistungsfähiger sind, aber die haben einen schnelleren Alterungsprozess. Da man das nicht haben will, ist man einfach hergegangen und hat eine Reihe von Zellen zusätzlich eingebaut. Das ist genau der Unterschied, der dann zu sehen ist. Wo dann die zusätzlichen Zellen reinkommen sind und darum ist das Ding auch schwerer. Also was auch gut ist, ist jetzt hier die Schnalle, die man hochklappen kann. Da kann man den Akku sehr gut transportieren. Beim Rausnehmen ist es sehr gut, beim Reinsetzen ist es sehr gut. Und ich zeige Ihnen jetzt auch, wie man den einsetzt. So, man geht rein hinten, den Schlüssel rum
und dann setzt man den rein und schon ist er drin. So. Also das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, und jetzt noch das Deckele. Ja. Da könnt ihr auch ohne Deckele fahren, gell? Eigentlich ja. Wollen wir aber nicht. Nein. So. So, schön. Es wird alles verpackt, ist spritzsicher, also wirklich, es geht ja hier um Spritzwasser. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier durch einen Wasserfall durchfahren, sondern es geht um Spritzwasser, Regenwasser, eventuell Spritzwasser, was hochkommt, ist es absolut dicht. Ja, und jetzt auch im Winter zum Beispiel. Sie wissen ja, und wenn Sie es nicht wissen, dann sage ich es Ihnen jetzt, dass ab etwa 10 Grad Celsius plus die Leistung eines Akkus nachlässt. Das heißt, Sie können mit der gleichen, obwohl er voll ist, mit der gleichen Kapazität bei weitem nicht so weit kommen, wie wenn der Akku warm wäre bei Zimmertemperatur. Sind Sie jetzt auch so ein Alltags-, Alljahres-, Ganzjahresfahrer, so wie ich zum Beispiel? Ich fahre ja immer im Winter mit so einem Dächel rum, mit so einem Verdeck. Und Sie müssten viele, viele Kilometer zurücklegen, 10 Kilometer oder so. Dann würden Sie, wenn Sie dann zum Beispiel das Rad außen stehen lassen müssen und es würde kalt werden, nehmen Sie einfach den Akku raus und nehmen mit an einen warmen Platz. Denn da drin, wenn man dann fährt, da ist der geschützt, der ist ja isoliert. Ja. Und es ist deutlich angenehmer, besser und für den Akku, als wenn der jetzt außen liegt und die Kälte kommt direkt hin. Das haben Sie verstanden, gell? Gut. Jetzt sind wir im Grunde genommen eigentlich durch. Ich hole es noch einmal weitere Mitarbeiter, die sich da spezialisiert haben bei uns auf Displays und unseren Fabian noch. Und den Steven. Genau. Ja, und dann gucken wir mal, was die noch zu sagen haben. Genau.